Ah, mal Lienwald. Also nicht alles größere Maps, die sind normal für 4 gegen 4 Spieler. Das ist aber schon ressourcenarm, also wenn du da. Also ist das Ressourceneinkommen eigentlich. Also es ändert sich doch mit den Punkten, die du eingenommen hast. Ja, exakt. Ich meine, in Company of Heroes 1 gab es mehr Ressourcenpunkte. Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Gut, ich spiele das, glaube ich. Mit Elite-Truppen. Moment. E-Post ist wieder weg. Ja, es gab's im Sale, E-Post. Das war, hat 13 Euro gekostet, das war für mich noch erreichbar. Das spiel ich. Die Wehrmacht. Wer macht denn sowas? Ja. Was, eine Lampe ist aus dem Nähe fallen? Ist abgebrochen. Wie macht der Sachen? Mann. Ja, denn. Ah, großartig. Papa, bin immer im Sale. Dauerhaft gesenkt wegen der Unruhe. Die Welt beibringen. Ey, was heißt hier die Welt beibringen? Wie schnell das ankommt bei dir. Ich weiß alles. Wusste das alles schon vorher, das ist nur reine Höflichkeit, damit ich dich viel besser spiele dazu, dass du dich nicht gleich so schwach fühlst. Genau. Ja. Das könnte jetzt ja was werden. Soll ich vielleicht diesmal mal mehr als 3 Volksgrannys bauen, nehme ich mal an? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, aber ich brauche doch meine Manpower eigentlich für so gut wie nichts anderes. Ja, warte mal, wenn nachher schwere Panzer gebaut werden müssen, bist die Manpower ganz schnell los. Also wir spielen jetzt hier natürlich eine große Map, die viel zu groß ist für uns eigentlich, aber wir machen es halt immer so, wir teilen uns die Siegpunkte auf. Das heißt, wir spielen meistens den in der Stadt, hier den, und spielen den hier. Ja, okay. Das heißt, auf die müssen wir uns jetzt aufteilen. Ich muss ja das erste Gebäude bauen, bevor ich meine Einheiten bauen kann. Ich kann in dem Hauptgebäude nur die Pios bauen, mit denen ich meine Standgebäude bauen kann und ein MG. Das heißt, ich baue jetzt ein MG. 42. Ja, das ist ja wohl ein Holzbunker als ein Gebäude. Oder fand ich die alten Company of Heroes, diese Steinbunker, die Pschonbunker, die sahen schon besser aus. Wie gesagt, mir fehlen immer noch die Dingens hier, die Bunkerstellung, die man bauen konnte im anderen Teil. Ja, gibt's nicht mehr. Und prinzipiell ist es jetzt wie gesagt so, dass du mit deinen Sturmpios halt so weit wie möglich vorläufst. Meistens hat man halt hier in der Mitte irgendwo den ersten Kontakt, hier so. Okay. Können die Fox... du lässt halt den Kübel halt cappen für dich. Weil dafür sind halt die Sturmpios zu schade, das heißt, du läufst halt einfach mit den Sturmpios weiter in die Mitte. Ich cap jetzt zum Beispiel meinen Pios, cap ich jetzt hier, kann ich jetzt machen, weil meine Pios sind einfach schlecht. Das sind die schlechtesten Stadteinheiten, die es gibt. Ich lass dich mal vorrennen, wenn wir so viel Feinkontakt haben, wenn die sich schon melden. Ja. Ich habe jetzt im ersten Gebäude, kann ich halt Grenadiere bauen, das sind halt von 4-Mann-Trupp, Karabinen ausgerüstet, die sind halt, billige Linieninfanterie, die sind halt einfach nur schlecht. Was besser gibt's halt bei der Wehrmacht nicht. Klingst du wie nicht so begeistert? Nein, ich bin dann nachher Panzergrenadiere bauen kannst, dann sieht das schon wieder anders aus. So, guck mal. Und ich kann da halt einen Mörser drin bauen und einen Scharfschützen. Ach, ich sehe gerade hier, die Energienester stehen hier rum. Ich hab mich gerade gewundert, was die für komische Nester sind. Volksgrenadiere bereit zum Einsatz. Ja, ich denke mal, die wollten ein bisschen die Statik rausnehmen, weil du konntest in Company Heroes 1 auf jeden Fall richtig viel Mauern, indem du einfach nur an jeder Ecke so einen scheiß Bunker hochgezogen hast. Da hast du richtig viel Ruhe mit ihr schaffen. Ja, aber Bunker kannst du ja hier aufbauen. Das können nur deine nicht. Oh Mann, ich könnte jetzt einen Bunker bauen und dann könnte ich aufrüsten mit einem MG, mit einem Heal-HQ, also dass ja die Leute rundherum geheilt werden, oder mit einem Kommandobunker, dass ich da Leute auch verstärken kann. Dafür hast du ja ein eigenes Gebäude, das müsste ich mir bauen, weil ich könnte sonst meine Einheiten nirgendwo heilen. Was, Rising Storm 449, verflucht! Ich hab Rising Storm schon gekauft, Epos. Ich hab den Tag im Kiesdorf für 6 Euro, glaube ich, gekauft oder so. Auf jeden Fall für mehr. Auf jeden Fall für mehr als das. Vorwärts! Dieser Kübel ist nicht besonders klug, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, auch im Gebäude brauchst du auch gegen die zu kämpfen, weil der macht er meistens ein bisschen kürzer mit dem Kübel. Verschont diesmal das Getriebe. Erwarten Befehle. Mir nach! Los geht's! Meine Volksgrenadiere finden ja wieder nichts.
Tötet die Feinde des Volks! Lang lebe die Grenadiere bereit! Grenadiere werden angegriffen! Also im Prinzip so zwei maximal drei Volksgruppen. Die reichen auf jeden Fall. Wenn die dann STGs haben, dann hauen die alles weg. Volksgrenadiere sind da! Weg von hier! Geh aber, wir haben schon viel Zeug hier schon überall rum. Hilfe! Von den Gegnern? Ja, die nerven halt überall rum, ne? Ja, die können halt mehr Einheiten bauen als wir. Und billigere Einheiten bauen. Boah, was Ding jetzt hin hier? Wieso halbwegs Fronten, aber vielleicht mal nicht schlecht. Bauen wir hier hinten den Bunker, gut ist. Was machen die denn da? WTF? Wann hat Pepps Geburtstag? Ich soll die fragen, wann du Geburtstag hast. Diesen Donnerstag. Schwert. Ja. Sichert das Fahrzeug. Wie timely. Umbau starten. Einsatz ausgeführt. Das ist nicht mehr Volkskrieg. Ach ja. Oh. Jetzt muss ich. Das Problem ist halt bei der Wehrmacht, ich muss jetzt meine Pios wieder von abziehen, um das neue Gebäude halt zu bauen. Das Problem hast du halt beim OKW halt nicht. Da kannst du halt direkt einfach das Ding halt irgendwo hinfahren, wo du es hinbauen willst. Ja. Wählt das Gefühl, wir bräuchten einfach mehr MG-Tester, um hier um die Fronten zu sichern, weil hier irgendwie die komischen Amis hier in jeder Ecke durchrennen. Die Map ist zu groß für zwei Leute. Normal ist halt. Ist das halt alles abgedeckt mit anderen Leuten. So, die Freunde hier laufen mal zurück. Die gehen sich heilen. So. Ach, jetzt kann ich Sturmgewehre bauen, ist ja schön. Ja, da brauchst du immer das erste Gebäude für. Irgendeins. Ja, eins von den ersten. Also irgendein weiterentwickeltes Gebäude. Ja, diesmal habe ich mal das Medikzentrum gebaut, weil das fand ich irgendwie gerade Sinn hier. Ja, das ist auch wichtig. Die vorderen Trupps verzeichnen Infanterieeinheitenverlust. Machen wir das Ding mal hier hin. Was ist denn Bucky Sache? So much German. Yeah, I'm sorry, but today is a German day. More or less. It's. And especially in company views, this game is totally new for me, so it's not like I have anything to add. Ich baue jetzt hier, kann ich den Punkt bauen, jetzt gerade aus in meinen POC, schicke ich gerade hin, dass da mehr Fuel, also Benzin, Treibstoff regeneriert wird. Das kannst du mit allen Lagern machen, nicht nur mit denen, die du erobert hast. Das kann ich mit allen machen, die sind alle blau. Bei mir in einem Team sind. Also. Regiments Hauptquartier für mechanisierte Einheiten soll hierhin. So, ihr Freunde, könnt ihr bereit machen für Befehle. Fit und bereit. Oh, ihr könnt immer fit und bereit, könnt ihr stärken. Diese. Ihr könnt ja nicht auch mal Sturmgewehre erforschen, Freunde, hier. Peps hat das schon, da wird das nicht so geschickt, tja. Nicht überzeugt meine komischen Volksgrenadiere mit ihren scheiß Cars in den Wäldern. Zieh mir die Einheiten hier zurück. In der Base. Da hat der Brite das so eine Fähigkeit von den Einheiten von denen. Roten Rauch geworfen. Das heißt, da kommt jetzt der Beschuss aus der Base von denen. Die haben in ihrer Base. Das sieht man jetzt gerade nicht. An ihren Gebäuden so Haubitzen stehen. Jetzt kommt's runter. Das ist wahrscheinlich nicht gut für mein komisches Midi-Fahrzeug da, oder? Nee. Muss halt immer aufpassen, wo man es halt hinstellt. Das ist halt immer, ja. Kann ich den nicht wieder zusammenpappen und wieder woanders hinfahren? Nee, das geht nicht. Wer hat's denn so einen Unsinn ausgedacht? Tja. Ach, jetzt machen sie deinen Verstärkungspunkt da kaputt, oder was? Ja, das ist eigentlich nicht so gut, weil er mich halt Manpower kostet ohne Ende. Ja, yeah, warte, das Ding kriegen wir noch gerettet. Das Artillerie-Zeug ist doch jetzt vorbei. Oder auch nicht? Wichtig ist eigentlich, dass dein Hakuni-Stift ist, das ist tausendmal teuer. Ah, ich will schon zurück, die Freunde. Ich glaube, die mögen nicht mehr. Ich habe halt Panzergrenadiere gebaut und die haben halt schon von mir aus standardmäßig STGs drauf und die sind halt dann dementsprechend besser und können halt mit Panzerstecks ausgerüstet werden. So, der Trupp geht hier raus, der macht den Distel. Bleibt zusammen, wenn wir über die Linien kommen. So. Vorsicht vor einem Gegenangriff. Vorsicht vor einem Gegenangriff. So, hier. So, Puma oder Lux? Ich bin immer noch für Lux.
Oh, die haben irgendwo eine Mörserschleifung gebaut. Im Wald. Die muss weg, sagst du? Ich ja. repariere mal deinen komischen Punkt hier und meinen Pius, die stehen ja gerade sowieso sinnlos. So, und hier ist, jetzt, ist so eine Mörserstellung von den Briten. Ach. Ist halt Staaten, die können halt ziemlich weit schießen. Und ja, ist halt extrem nervig. Aber wenn die halt kaputt macht, verliert er halt auch sau viel Ressourcen, weil die halt teuer ist. Ach, meine Leute können aus, von außerhalb von so einem Punkt nicht rauswerfen, das ist nicht praktisch. Ja, und hier oben, er hat die zurück gefunden, genau. Ja, das ist ein behindertes APC dahin geparkt, was soll denn sowas? Ich brauch mehr BIOS. Der Metrak ist safe, Lux. Ja, die kann auch nix. Echt nicht? Weißt du nix? So, der Lux ist. Bereit. Setzt uns in Bewegung. Sofort. Wo ist der Sanität? Bewegt uns vorwärts. So, der APC soll doch eigentlich keine Chance gegen meinen lustigen Lux haben, oder? Naja, hat gar keinen Fall. Volksgrenadiere bereit zum Einsatz. So, aber welchen Sinn hat denn dieser verdammte Kübel? Der kann doch eigentlich an sich nichts, oder? Nein, der wird nur Captain. Der Captain nur. Damit musst du halt deine Standard-Infanterie halt nicht damit ja, verbrauchen, dass die halt irgendwo cappt. Weil wir die halt irgendwo halt im Kampf halt brauchen. Der Kübel ist einfach nur da, um zu cappen. Also. Fahr! Los! Los! Dann mach ich mal genau Dip mit dem Kübel. Das ist meistens sehr gut, ja. Ich hab nämlich den so ein bisschen vergessen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Der stand bei mir oben rechts in der Ecke. Ist ja nicht schlimm, das ist das Spiel mit, ja. Was halt immer gut ist, wenn man halt zum Beispiel dem das Fuel abschneidet. Und wenn wir das hier natürlich zerstören, das ist schon mal gut. Schützt die Platte! Besatzung wird Bewegung! Setzt uns in Bewegung! Da sind ziemlich viele von denen! So. Volksgrenadiere sind wieder fit. Ah, der Panzer kann nicht cappen, interessant. Nee. Die Russenpanzer können das aber. Na toll. Die können halt so ihre. Ja, das heißt hier. Ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Das ist so eine Spezialfähigkeit von denen. Können sich nicht mehr bewegen, aber können dann dafür Punkte cappen. Besser, aber auch immer die das können. Wer weiß das schon. Kennt man ja von den Russen, dass die schnellen Panzer haben. Und die billigen Panzer. Na gut, das kennt man wirklich in den Russen. Das wird nachher gegen Spiel, das ist extrem, Alter. Da bist du. Hast du so früh Panzer gegen dich, das ist die Hölle. Die Russen sind die einzigen hier, die Doppelsniper haben. Doppelsniper? Oh, diese Paratrooper! Nein, das ist ein Flugzeug, das klärt, glaube ich, auf. Ja, wo kommen die Airborne da hinten dann her? Also die da hinten irgendwie im Niemandsland das abgeschnitten haben? Nein, das ist die Linieninfanterie, die ist einfach durchgelaufen. Oder nichts ist von uns. Versuch mal den Bren mit dem Lux zu töten. Der da steht, wo ich pinge. Verschont diesmal das Getriebe. Bereit machen zum Abmarsch. Bring uns zu dieser Position rüber. Naja, fährt schon weg. Ja, egal. Lux ist auch schnell. Bereit zum Ausführen. Und die Infanterie kannst du halt mit dem Lux easy recken. Dafür ist der Lux ja halt gedacht auch. Bereit, zerschlag den Leichen. Ach, das ist so ein komischer Flammenpanzer. Ja, sieht jetzt aus. Kann der meinen Panzer überhitzen? Nein, kann gar nichts damit machen, der wird gereckt einfach nur. Macht euch in irgendeinem Spiel ging das mal. Dann kannst du da gleich mal hier durchfahren. Die Flammeninfanterie gegen meine. Das ist Gebäude eingestürzt. Mit meinen Leuten drinne. Ja, das ist meistens nicht so gut. Diese Deutschen sind nicht dumm. Helft meinen verwundeten Brüdern. Ich bin bereit. Das ist halt, das lernt man halt, dann hast du halt den Überblick irgendwann später, dass du halt nicht mehr die Einheiten verlierst. Das ist halt tödlich bei den Deutschen. Teuer vor allen Dingen. Mhm. Hier ist ein Sniper. Sogar ein 50 Kaliber. Da musst du aufpassen bei deinen Pios, bei den Typen, die in der Base stehen, die kannst du nicht wieder hinschicken. Und du musst bei deinem Dings ausrüsten, dass sie die Dinger reparieren. Bei der Medic-Kaku, da musst du diese Medic-Dings noch bauen. Die Medics. Ach, da müssen Medics drin. Ach, ist. Das ist wie bei dem anderen Haku auch. Ach, da brauche ich extra. Ich dachte, das machen die einfach. Das wissen die Medics sind abstand. Das war früher so, das war bis zum letzten Patch so. Da haben sich die anderen Fraktionen so beschwert und seitdem müssen wir es so machen. Besatzung bereit! Los jetzt! Manövrieren! Raus aus der Angriffszone! Vorwärts! Genau richtig mit Lux dagegen. Das ist genau richtig. Feuer! Veteranenstufe erreicht! Und je nachdem, weil du könntest halt auch, wenn du tot ist, könntest du halt hier auch die Mörserstellung noch töten.
im Luxwald, da dürfte glaube ich nicht so viel sein. Der Lux ist erstaunlich effizient, muss ich sagen, der vernichtet Schaden hier. Aber in der Mitte ist schon der erste, wie gesagt, der erste Panzer. T-34. Hast du was gegen Panzer bei? Nö. Das ist natürlich großartig. Ja. Ich baue das Panzerschrecks. Normalerweise hätte ich jetzt noch einen Pack bauen müssen. Als Wehrmachtler. Aber guck mal, nur West hat ja quasi nichts dagegen. Ja, natürlich Panzer halt. Und halt, du kannst ja dein Pios halt Panzerschrecks aufheben. Aber das ist nicht mehr so effektiv. Früher konnten das hier die Volkssenatierung machen. Das war einfach besser. Aha. Momentan ist es schwierig. Gut, merken wir nicht mehr so nah an der Front bauen, das bringt nichts. Ja, genau. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Aber ich bin gerade dabei. Ich komme von der Seite mit Schrecks. Mein Panther ist wohl Platz. Ich weiß nicht so richtig, wie das passieren würde. Ein Panther? Nein, Lux. Dein Lux hat auf jeden Fall den Mörserschirm zerstört, das sehe ich. Das hat er gemacht, da ich noch beobachtet hatte. Der ist irgendwie gerade die Platz. Ja, das muss man immer weiter drauf achten. Weil, sagt meinem Schatz, einen verlieren, dass ich sie liebe. Aber der verliert auch seinen Panzer hier. Und die Panzer kann ich nochmal treffen. Ja, jo. Haben sie. So, warte mal den Punkt hier, Freunde. So, wo sind hier mein Kübeln? Wir sind bereit für den Abmarsch. Bin bereit. Kübel. Ich glaube, ich brauche nur einen Lux. Ich baue mal jetzt mal einen Brummbären. Das ist so ein. Was passt denn das? Ein Sturmtiger im Kleinformat. Sag ich jetzt einfach mal. Sturmtiger Light? Ja, so in etwa. Oder ich kann doch gerade einen Panther bauen, sehe ich gerade. Ich baue mal einen. Wobei Panther. Was hast du schon eine Doktrin gewählt? Nö, ich mach mal. Ich kann ja mal ausnahmsweise mal Luftwaffenboden nehmen. Das bringt ja gar nichts. Durchbruch Doktrin machen. Kannst du auch machen, ist auch nicht schlecht. Das Regiment Hauptquartier meldet. Panzerfüsiliere sind bereit zum Einsatz. Sag mal, das andere, das hat ja einen Geschütz drauf, dass das andere Quartier war. Genau, das letzte. Die anderen, aber die anderen nicht. Nur das letzte. Die Männer sind konzentriert und. Infanteriegruppe verloren. Das war ja Weltklasse. Ich hab meine Truppen gerade unglücklich in so eine Stellung reinmanövriert. Oh ja, und das ist die Bofors, ja. Wahrscheinlich hat die auch deinen Lux getötet. Großartig! Aber sie haben alle überlebt. Das ist wichtig. Obwohl hier einige Tote liegen. Der Brummbär ist die Stu 42 aus Company of Heroes. Na, großartig. Was ist die? Die Stu 42. Ach so. Oh Gott. Da hinten ist ja schon wieder so ein nerviger Panzer. Ich bin da dabei. Dürfte ich mal heilen in der Zwischenzeit? So, gibt es hier für mich keine kurze. Ach, F1, die F-Tasten, die Kurztasten. So, FS2 ist das hier, ist die Kfz. Das bringt ja wohl gar nichts. Der ist also gegen Infanterie ganz gut. Das Kommandofahrzeug ist jetzt stationär. Hauptquartierbetrieb wird vorbereitet. So. Bring uns zu dieser Position rüber. Ich einfach mal einen Lux parke, dann könnt ihr ja sicherlich irgendwas Tolles machen, oder? Oh, jetzt hab ein Kommandofahrzeug, Hauptquartier hat irgendwas gerade kaputt geschossen. Ja, ein Flugzeug. Was? Das ist ja Luftabwehr? Ja, das ist eine Flak. Wie, praktisch. So. Was? Drei Wünsche, wenn man rubbelt? Was? Ist aber noch nicht in Ordnung. Die beiden Jungs sind jetzt voll. Die könnten ja nicht mal kurz beim Punkt hier hinten retten. Irgendwie wäre es jetzt sinnvoll gewesen, dass du keinen Lux mehr gebaut hättest, weil die leichten Panzer sind halt irgendwann überflüssig. Weil du siehst ja, du spielst jetzt gegen T-34 und da gegen gibt's nicht die größten Chancen. Ich hab ein APC gefunden. Und hab ein T-34 gefunden, das wird. Ja, fahr weg. Fahr hier rum. Ich kann wirklich überwenden, Krabbel, das sieht ja ein bisschen aus. Stehen unter Beschuss! Stehen unter Beschuss! Wir sind bei 300 Punkten. Macht euch bereit! Du solltest dann bald möglichst einen Panther oder sowas bauen. Ich guck mal, ob sich das anrechnen lässt. Ja, kann noch eine Weile dauern.
Wie viel Fuel hast du denn? 89, 90 jetzt. Oh, das ist nicht viel. Ja, das ist halt der Lux halt jetzt nochmal. Der war halt jetzt nicht so gut, aber... Ja, wir werden. Jetzt sind schon zwei T-34 da. Na, großartig. Das war auch dein Lux schon. Die Freunde haben noch eine Panzerschreck bei. Können wir mal machen für jeden. So. Wir haben halt den ganzen oberen Bereich da oben nicht unter Kontrolle. Naja, ich weiß. Den, den, so, hier. Was? Nur unter Beschuss angreifen? Was ist im Prinzip? Was ein Menge. Sind wir Godzilla 2019? Ich fürchte drei Wünsche. Was? Ach, man, das ist ein bisschen schade, dass ich gerade nicht so dafür. Oh, das ist natürlich das Beste, was mir passieren konnte. Siehst du das hier, wo ich hinpinge? Da steht ein. Oh, du kannst ihn jetzt übernehmen. Ja. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich den von der Front wegkriege. Erstmal müsstest du ja für den anderen Panzer da kaputt machen. Was sind meine Grennys hier? Ah, die brauchen wir wieder. Pioniere melden sich zum Dienst. Da repariert er meinen Spaß da hinten. Wir müssen halt auch mal die Siegpunkte halt cappen. Dass wir nicht dauerhaft Siegpunkte verlieren, weil wir haben schon nur noch 273. Mm. Ich sollte wahrscheinlich tunlichst all meine Volksgrenadiere mit. Auf jeden Fall. Akku, was da oben alles steht. Cromwell, scheiß Bofors-Ding und irgendwelche anderen Idioten. Und Cromwell, ja, wir brauchen natürlich schwere Panzer. Tja, was? Burn Arnold kennt Ernest nicht? Da ist Ernest. Nicht so Fluffy! Ach, die ziehen sich auch zurück. So war auch nicht geplant, Freunde. So. Hier sind ich mal allein hier. So. Ich habe ein bisschen Probleme, meine ganzen Truppen hier unter Kontrolle zu halten, dass die halt, Das ist denn jetzt ein Selbstverlauf hätte Su 76, das ist ja großartig. Ja, da bräuchten wir jetzt die Panzer, wie gesagt, langsam. Er hat doch irgendwie gerade Rauch abgeworfen von meiner Stellung, finde ich nicht gut. Wie gesagt, nicht so viel, dass viele Volksgrenadiere gebaut. Feindlicher Beschuss! Wir haben eine Feldbeförderung erhalten! Wie viel brauchen wir denn? Drei, hab ich eben gesagt. Auch schon mitten durch deine Stellung durch. Ja. Genau, richtig. Und das war sein Panzer. Da kommt noch ein kann das Ding Feuer? Ne, das kann keins. Das ausnahmsweise nicht. Da kommt dieses Dings. Wird gestunt von meiner Fackel jetzt gleich, dass ich nicht abhauen kann. Und der ist jetzt Opfer. Hier die Truppen zurückziehen, auf keinen Fall verlieren. Nicht alle, die einzelnen. Ja, ist kein Problem. Mikron soll ich die höre ich da raus. Die Selbstverfallette lebt ja immer noch. Göttchen. Der Panther 200. Ist ja schon widerstandsfähig. Ja. Ich kann keine Tigerbonjahren. Also doch, könnte ich. Ah, der kostet 280, das dauert noch länger. Das würde halt echt lange dauern, weißt du? Wenn ich das jetzt machen würde. Sollte man hier jetzt mal variieren. Stirb, du Hurensohn! Was, ich hätte gerne einen Zweihörner? Was, ein Zweihorn? Der Schuss wieder vollzählt. Haltet die Miete, Genosse! Haltet die Miete!
Wird ja schon leicht nervig hier und Nerven aufreiben hier mit den paar Truppen. Ja, es sind schon halt auch schwere Bots, das ist nicht mehr ganz so einfach für Anfänger. Also, dadurch, dass das Feld auch so offen ist. Ach, was ist denn das da hinten? Eine ZSU, irgendwas, irgendwas? Wo? Na, da. Das sind irgendwelche BIOS. Nee, gerade schon noch so ein ZSU, irgendwas. So ein komisches MG-Dingsbums-Panzer. Achso, naja. Ich dachte, ich würde dir auch empfehlen, aber hier ist ein Firefly von den Amis. Wir gucken da einfach auf. Rückzug! Stellungen verlassen! Ah, toll. Bewegung! Force ist schon ganz schön heftig. Die ist übel. Am Anfang hast du da halt. Es ist schwierig, die groß zu kriegen, wenn die extrem stark ist. Wie, wir können die davon bauen? Kosten halt. Oh, ich. Das lag ich mir fest. Ich glaube, ich 10 Bevölkerung kosten die, glaube ich. An die Arbeit, Kamerad. Aktuell sieht das nicht so aus, als würde der Bevölkerungscap jemals sehen. Naja. Du hast ja noch keine Panzer. Du hast ja nicht einen Panzer auf dem Feld. Der fährt! Der fährt! Wo denn? Na, in Berlin! Naja. Da ist er. Schon mal sehr gut. Panther ist schon mal auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, vor allem sind hier lauter. Sehen wir eigentlich, wenn die ihre Punkte erobern oder nur wenn wir die aufgescoutet haben? Wenn wir die aufgescoutet haben. Oder halt, wenn sie uns halt gehören, dann sieht man es auch. Kann den Panther gleich einsetzen, um mir die Su-85 zu holen. Das ist halt auch der Jagdpanzer von Russen. Das ist gleich da, der Panther. Brumm! Aber ich gerade dieses scheiß Hauptquartier gerade repariert, was er gerade angreift. Die vorderen Trupps verzeichnen Infanterieeinheitenverlust. Hinterherfahren, dass du die Su kriegst, hinterherfahren. Oder auf den Firefly schießen. Bewegung! Manövrieren! Raus aus der Angriffszone! Von der Unterbeschuss! Vorwärts! Vorwärts! Versammeln! Warum Panda denn hilft? Los jetzt! Erwarten MG, hast du Bock zu schießen? Bringt uns raus! Hintere sind 42 auf Bewegung! Verschieben! Wie Zeug die hier rumstehen haben! Und wie gesagt, die können dich halt voll spammen. Das ist halt bei den Alliierten so. Die haben sau viel Zeug. Mal Pius, hat ihr jetzt deinen. Ja, genau. Die Pius sind da dran, dann können die ja das Ding reparieren. Ja, dieses Aufklärungsflugzeug, das hört ja auch in die Ofen. Geht lange. Immer erobern die passiv die Punkte, die müssen sich aktiv machen. Ich kann gerade meinen Panda reparieren und gleichzeitig den Punkt mehr holen. Sehr praktisch. Unterdrückungsfeuer! Augen nach oben! Verbesserung abgeschlossen. Was kosten die Dinger dann? 30 Munition? Wir müssen handeln. Wenn ich sowas Geld hab. Fuck. Panzer unter Beschuss! Guck dir auch mal hier, wenn's geht, mal Dings aus. Dass du da Bios drin hast. Müssen die nur in der Nähe stehen oder muss ich da explizit mit meinem Fahrzeug draufhauen? Fahren? Du musst da in der Nähe fahren. Besatzung bereit. Guter Treffer. Gut. Die Männer sind konzentriert und bereit. Macht euch bereit. Oh fuck, der Firefly. Abgeschlossen. Das sind meine Fox Pews. Die können eigentlich auch auf meine Seite kommen. Endkontrolle. Das gilt auch für den Panzerschreck. Bringt uns hier raus. Bei deinem Firefly kann ich dir eventuell helfen. Ja. Oder auch nicht, da ist gerade dann drauf getaucht. Denkt einmal Front und Bein. Hat schon gedreht. Sichern und halten! Greift den Bereich an!
Ja, so ein Panzer scheint mir eine sehr seltene Ressource zu sein. Ich muss auf jeden Fall Spaß damit umgehen. Schick erstmal Infanterie zu deinen Siegpunkt, den du damit einen Panzer hier sicher hast, und wir den nochmal kriegen. Das ist wichtig. Ich bin irgendwie geneigt, mehr als eine Pio-Truppe zu haben. Bietet sich an, weil du mit denen halt Panther-Schreck ausrüsten kannst. Guter Treffer! Wir müssen handeln. So. Bereit. Ja, vor allem, wenn die meinen Panther in der Front steht, reparieren können. Viel wichtiger. Kommt hinzu noch, ja. Verstaut die Ausrüstung. Bring uns raus, Fahrer. Staut die Ausrüstung. Viel Spaß, wenn den Kaffee-Fake anholt. Ah, die gute alte Echtzeit-Strategie, die ich schon lange nicht im Strategiespiel gespielt habe. Bin mir nicht so sicher, ob ich hier meinen Panzer so einsam. Ach, da vorne ist die Bochhaus. Und für den Panther, wenn du die Front zum hinstellst, der kann auch die Dings töten hier. Gar kein Problem. Das war jetzt mein Plan, da habe ich mir gerade gefragt, ob er da gut durchkommt. Auf jeden Fall. Na, fuck. Da muss ich über Feindpanzer aufpassen, lieber wegfahren. Der Feindpanzer schießt den Rücken. Ich komme mit meinem Panzer an und helfe dir. Rückzug! Schaff das, Jungs! Besatzung bereit! Schützt die Flanken! Schützt die Flanken! Weiter vorne! Ich helfe dir gegen. Ah, weil der Trommel haut ab, oder? Pioniere melden sich zum Dienst. Machen wir erstmal den hier schnell kaputt. Ausgezeichneter Schuss! Das sind wir gerade weggerammt quasi. Nie wieder Houston James. Klar, Houston James kommt heute noch, später aber erst. Erstmal muss ich hier meinen Panther an Sicherheit bringen. Der erste. So, ihr heilt euch erstmal. Ihr auch. Das ist der Cromwell. So, ihr kriegt definitiv Raketenwerfer ausgerüstet. Ihr auch. Cromwell läuft dort. Jetzt machen wir die Bohrfurt noch kaputt. Hier zu meinem Nahkampf probieren. So, ihr rennt dahin. So, und die High-End-Pews können ja direkt mal den Panzer hier reparieren. Genau. Ach, jetzt erobern die den scheiß Siegpunkt schon wieder zurück. Ich schicke gerade Sturm. Truppen hin. Ich schicke mal welche drauf. So. Das ist ja schon wieder welche Royal Engineers. Ja, es ist halt wirklich genau wie StarCraft. Immer irgendwo nervig sein, irgendwo in irgendeine Ecke hängen. Ich kann hier Panzer auseinandernehmen, die mit auf dem Schlachtfeld stehen. Ja, genau, das hab ich noch vergessen. Du kannst mit den Volkis, kannst du Fracks, die da rumstehen, die kannst du da bergen, da kriegst du Munition oder Fuel dafür. Mach ich gerade. Genau. Das kannst du bei allen Fahrzeugen machen, die irgendwo rumstehen, so Fracks halt. Genau, Flucht. Einsatzbereit. Machen für Befehle. So, wie geht's mit meinem Panther jetzt? Ist er wieder fit? Verstaut die Ausrüstung. Panther wieder fit. Boah, jetzt auch mal hier ein Punkt nach dem anderen, das ist die Nerven so rum. Ja, das sind Bots, das ist bei Spielern das ist gar nicht so. Ziel erobert. Wir wechseln den Standort. Jetzt haben die da unten den Punkt geholt. Sind noch ein Bot. Scheiße. Panzerfilier. Fernkampfspezial. So Schrecktrupps, hier oben bitte drauf. Auf die Su, auf die Su, auf die Su. Mit den Schrecktrupps. Bewegung! Verschieben! In das Gebäude! Männer, Augen ab! Bewegung! Bewegung! Wo ist die Su nochmal hin? Da hinten. So, Gott. Hat sich ja wirklich nur ein Stress aus. Ich möchte nicht in so einem Ding festsitzen. Die mein abgeschlossen. Meine Leute wollen nicht Panzer fahren? Aber kann ich ja nicht mehr als einen so ein Medikit hier ausbauen? Brauchst du auf jeden Fall nicht.
Da könnte ich frontnah. Oh nein. Drecksrussen Panzer. Ja, gerade Vollgas gegeben. Ja, das ist eine Fähigkeit von denen. Du kannst feindliche Panzer rammen. Dann zerstörst du aber dein Geschütz und deinen Motor, aber der feindliche Panzer ist halt gelähmt. Boah. Alter, die Botzen. Wir sind hier unten links in der Ecke, stehen jetzt irgendwelche Typen rum. Wir müssen handeln. Sind denn hier meine Pius? Pius in der Nähe? Nehmt doch mal diesen Panzer da auseinander, Freunde. Jo, den Punkt da vorne. Danke, bitte. So. Jetzt sieht wieder alle hier ausgewählt, oder? Mal, warum heint ich? Ihr Pius könnt ihr nicht mal die Punkte erobern. Ach ja. Ach ja. Das dauert aber ewig, so einen scheiß Siegpunkt hier zu erobern. Bis die Siegpunkte mal erobert sind, das dauert auch ewig Zeit, ne? Ja. Du kannst, wenn du Durchbruch hast, gibt es eine erste Fähigkeit, die heißt irgendwie, oh, Durchbruchtaktik, Durchbruchtaktik nutzen oder sowas. Dann capst du schneller. Aha. Das ist manchmal halt wichtig, wenn es halt kritisch ist. In den letzten, wir haben das oft genutzt, wenn du halt kaum noch Punkte hast, musst du schnell einen Siegpunkt neutralisieren oder sowas. Also ganz da capst du halt schneller mit. Mann, die Scheiße. Feindliches Territorium wird neutralisiert. Lohnt sich halt auch nur, wenn du Punkte caps gerade, weil sonst ist halt, ja, useless. Genau so. Na, ich lass dir gerade hinrennen, den einen Punkt, den sie gerade schon mir geholt haben. Ist wieder eine Zone in der Mitte. Kann meine Sturmingenieur da rechts am Rand hinstellen. Kannst du auf dem Haus setzen, dann könnt ihr auf dem Haus. Ja, das war der Plan. Oh, hier, die können wir uns auch cappen. Oh, das ist ein Panzer. Pack ab, die steht ein bisschen unnützig. Wenn wir Glück haben, schießen die Zunich jetzt nicht kaputt. Die Bevölkerung ist nicht so reich. Das ist ja ein Elend, nicht. Oh, noch ein Defin 3. Dein Panther, der muss doch mal einsetzen, ein bisschen. Wenn er halt rumeidelt, dann hat er nicht viel Sinn. Panther ist einsatzfahrer. Scheiße. Jetzt sag ich Bevölkerungslimit. Das ist. Danke, Rocky, nebenbei. Du hast so gut überblickst. Front zum Feind, Front zum Feind, Front zum Feind. Weiter vorwärts! Das ist natürlich ein Nebel. Das ist der Churchill, das ist halt schon der schwerste Panzer, gibt halt von den Briten. Ich hab mal meine Infanterie dazu gerufen. Verflucht! Was denn? Boah, meine Pios sind gerade mal wieder weggeschoben. Weil da ein so behinderter Scharfschütze steht, die raste aus. Ja, voll im Blick haben. Bewegung! Setzt uns in genau, Himmel hinter der F-Hand, dass der auf jeden Fall stirbt. Bringt uns raus! Bringt uns raus! Jawohl, tot. Jetzt rumdrehen. Oh, was ist der scheiß Sniper noch? Bewegung! Verschieben! Der müsste direkt in der Mission ja, stehen. Ja, vor mir, genau vor mir. Die Ausrüstung. Bring uns raus, Fahrer. Halt der Panther ist halt nicht so gut. Ja, aber halt gut. Hier war eben noch ein Panzer, den weiß ich. Zu dieser Position wechseln. Da beide Panther drauf. Beide Panther? Ja, ich habe auch halt einen. Deiner ist ein bisschen besser als meiner. Gott, ist die Möhre langsam. Ich habe einen Königsjäger gebaut. Ja. Na, der ist extrem gut gegen Panzer, aber unfassbar gut gegen Infanterie. Meinte mein Chat, bau doch mal ein Königstier, so okay. Auch scheiße, kein Problem. Genau, den Königstiger, den kannst du nur bauen, wenn du alle drei Gebäude gebaut hast. Ja, natürlich, sonst kannst du es nicht bauen. Der sollte hier aufräumen. Ja, der ist extrem gut. Den Infanterie, du wirst sehen, der reckt die alle. Und wenn du Packs hast, immer so die Packs schießen, dann kann man. Die beide angewiesen. Ja, der Königstiger hat jetzt schon 10 Kills.
Mit dem kannst du durchfahren, eigentlich mit der Base. Macht der locker alles weg jetzt. Sollten vielleicht trotzdem mal den Siegpunkt erobern. Ja, ich gehe gleich hin. Hallöchen, Breaker. Das ist ja auch eine Stellung. Boah! An die Waffen! Treffer auf schweres MG! Ausgezeichneter Schuss! Honda unter Beschuss! Besatzung bereit! Bewegung! Aufgestiegene Bewegung! Triebwerk beschädigt! Überprüfen! Bereit machen für den Einsatz! Fahr mal den Panther vor, dass der Rest denn aufklärt im T-34. Panther, Fahrer, vorrücken und berichten. Verstaut die Ausrüstung. War das so? Oder so, ja. Beton liegt doch wahr. Naja, der König ist direkt hier. Komm, tschüss. Treffer, Ziel zerstört. Gewartenbefehl. Die Männer ausrücken, los. Kannst du weiterfahren an die Base, kannst du ausruhen. Russ oder Brite. Bewegung, setzt uns in Bewegung. Ach ja. Was? Ein Breaker baut gerade einen Bau? Ey, das gibt's doch nicht. Die gibt's doch nicht. Wie können denn diese Typen schon wieder da hinten rumstehen? Boah. Warte, wo hast du nicht gesehen, dass der Tiger 10 Kills hat? Klicken mal an. Ja. Da ist jetzt das Porträt und das Ding wieder. Hm, ach, 15 oder jetzt, ja. Und da steht 15. Achtung, bring uns hier weg! Ja, weiter vorwärts! Schwere Förderung für den Einsatz! Was machen die Typen denn da? Geht das jetzt eigentlich nur den Panzer reparieren? Oh, ich kann keine Artillerie-Salve in die gegnerische Base reinmachen? Nee, das geht nicht. Achtung, hier ist ein Churchill Crocodile. Muss bei deinem Dings aufpassen. Der flammt die gern mal ab. Bewegung schnell! Mir nach! Los geht's! Unter feindlichem Beschuss! Schnell! Achtung, seid bereit! Macht euch bereit! Einstellen und angreifen! Feuer wird bereit! Ich bin nicht tot. Bereit machen für den Einsatz. Da kommt ein Panzer. Ach, da ist ein Panzer. Ah, ist ein gleiches, richtig. Ups. Ja, genau das. Ja, das können wir eigentlich gar nicht machen. Mal so ist es eigentlich immer. Du hast im Early Game echt Probleme als Deutsche, weil du hast halt nicht den schönen Panzer. Aber wenn du deine Panzer auf dem Feld hast, dann ja, das ist fast GG. Siehst du jetzt auch, unsere Panzer machen sich halt alle einfach fertig. Komme ich im Mai noch rein und dann denk dann keine Truppen verlieren.
lieber die, die Lausen zurückziehen. So, dann kommst du alle bei mir. Ja, also auf gar keinen Fall Druck verlieren, das ist das Schlechteste, was hier passieren kann. Boah, ne? Oha. Oha. Ey, mehr 200 kriegt doch nur Oni am Dachspiel. Das ist ein bisschen stressig. Was habt ihr gespielt? Ich bin heute. Hey, es reicht ja. Es muss ja nicht zu viel rein. Wenn wir zu viel machen, dann wird es auch schnell anstrengend. Und abgepackt. Oh, der Panther, der geht jetzt nicht ganz so gut. Deswegen fährt er auch gerade rückwärts. Oh, der hat schon hier Rang 4, das ist schon mal nicht schlecht. Ah, ich hab grad die Pius-Rampe geordert, die machen das. Nee, er stand vorhin gepackt, die hab ich ein bisschen spät gesehen. Mich das auch immer noch verlieren, das Schlimmste, was als Deutscher passieren kann. Der Sterne, kriegst du die Kills? Naja. Oh, ich bin nicht sehr hart, 33. Ich hab neulich mit den Amis haben wir so ein Bot-Game gemacht oder gegen einen Experten-Bot. Hatte mein Pershing hatte 200 Infanterie-Kills. Was? Lind liest dein Buch? Unmöglich. Also, es ist schön, dass ich mit dem Chat gerade nicht so durchkomme. Das ist das Spiel hier wirklich sehr stressig. Das ist wie so ein Königstiger, ein bisschen. Mhm. Der Pershing, der ist extrem gut gegen Infanterie. Was ist denn das da? Mach doch mal die Bühne kaputt, Freunde. Jetzt kommt hier nochmal so eine scheiß Infanterie rausgelaufen. Na ja, gut, trotz die so bis zur letzten Sekunde. Dann Panther ist wieder ready. Er zieht sich ja. Gibt es denn irgendwie bessere Einheiten gegen Gebäude? Irgendwie so ein Flammenwerfer-Dings? Ja, normal ist ja auch nicht viel, das spielt hier die Dinger kaputt. Normal spielst du ja auf Siegpunkte, das heißt, du lässt die Dinger halt runterticken. Das dauert ja ewig, guck mal, die Runde hat jetzt 45 Minuten gedauert. Ja, das ist, wie gesagt, normal. Wir haben Spiele, die haben schon eine Stunde gedauert. Gegen echte Gegner, weil es halt einmal knapp ist und du gegenseitig halt die Punkte wieder zurückeroberst und so weiter. Okay. Gegen Spieler ist halt nochmal was ganz anderes als hier gegen Bots. Es geht ja nur darum, den Base zu zerstören. Sonst warten wir ja quasi die Siegpunkte runterticken. Ja, Infanterie, da ist das Panzer lieber nicht rein. Jagd bitte nicht die Infanterie, viel auf die Gebäude, das Ding ein Ende hat. Ach, da steht ja noch. Oh Gott. Das Hauptgebäude steht doch. Da ist ja noch so eine behinderte Wiestellung, die ich ja auch noch nicht gesehen. Nee, die ist egal. Sich nur noch das hier. Ich glaube hier vorne das, die beiden. Außer wie so ein Hangar, ich glaube, das braucht auch noch ein, zwei Schüsse. Schießt auf das Ziel! Panther ist einsatzbereit! Feuert auf sie! Okay, noch ein Panther bauen, wie ich schon dabei bin hier endlich. 16 braucht der. Was? Seife, das geht auch easy. Ne, kommt mal an, was für Seife? Es gibt ja auch Seife, da musst du richtig nachdenken. Da bist du ein bisschen mit Überlegen beschäftigt. KWK 42, Hauptkanone, ja, ja. So. Pant bringt uns hier raus. Na, was haben die hinten bei mir neue Gebäude noch? Ja, jetzt. Ich glaube, das ist hier bei der Stadt. Ach, die Russen hast du schon lange geplättet. Ja, ja. Die Schlacht wurde gewonnen. Und jetzt kriegst du am Ende wieder so Punkte. Normal kriegst du jetzt einen Loot. Müsstest du bekommen. Nee, Moment. Nee, dafür brauche ich 6000 Punkte für. Jetzt habe ich 4000. 4000 hast du, Geller. Ja, na gut. Ja, ja. Ich bekomme einen Loot, Strop, Währung. Toll. Das ist großartig. Ja. Boah. Na gut, ist ja auch schon um 9. Gott. Ja. Na gut, aber wenn wir das dann mal
einen Spieler spielen die nächsten paar Tage irgendwann mal. Das können wir auch machen. Ja, mal gucken, wie viel Zeit hat die Tage. Ja, musst du sagen, wie es dir passt.